So, eigentlich war heute kein Video mehr geplant, aber es ist etwas passiert, wo ich komplett nicht verstehen kann, wo ich auch komplett nicht dahinter stehe, wo mich mad macht auf YouTube, auf, ja. Und zwar, ich habe ihr seht sowieso schon jetzt gerade, um 17.29 Uhr, also vor circa 2 Stunden, die folgende E-Mail erhalten. Hallo, in unseren Community-Richtlinien wird beschrieben, welche Inhalte erlaubt sind, welche nicht. Dein Stress, das Video wurde gemeldet, haben wir festgestellt, dass das Video nicht für alle Zuschauer geeignet ist. Wenn es sich um einen Fehler handelt, setze ich in eine Verbindung, die Beschwerde, dieses Formular, bla bla bla. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, worum es geht. Es geht hier um dieses Video, Stress, nur 18, only 18 plus. So, das können wir mal ganz kurz draufklicken. Zack, so. So, um dieses Video geht's. Mal ganz kurz. So, dann schauen wir uns mal an, weswegen konnte YouTube unser Video denn sperren. Ich werde jetzt einfach mal durchgehen und werde sagen, also, weitere Informationen, bla bla bla. Also, zum Schutz vor Kindern. Videos, in denen Erwachsene gefährliche Aktivitäten sehen, sind die Minderjährige leicht nachahmen können. Umgang mit Sprengkörpern oder Challenge mit Verletzungsgefahr. Videos für Erwachsene, die leicht mit Familieninhalt verwechselt werden können. Kann ich bei beiden sagen, definitiv nein. Videos mit gestellten schädlichen Streichen oder Pranks, die so echt wirken, dass Zuschauer den Unterschied nicht erkennen, trifft ebenfalls nicht zu. Videos, in denen Werbung für eine Apotheke gemacht wird, in der Cannabis erhältlich ist, ebenfalls nicht. Dann Videos, die zu sexuellen Handlungen einladen, beziehungsweise auch aufreißen, tanzen oder Austausch von Zärtlichkeiten. Videos, in denen Darsteller in Posen gezeigt werden, die den Zuschauer sexuell erregen sollen oder in Darsteller Kleidung tragen, die in der Öffentlichkeit allgemein unangemessen wird, zum Beispiel Unterwäsche. Das besprechen wir mal ganz kurz, weil das ist das, worauf wahrscheinlich YouTube mich reinreicht. Vulgäre Sprache, Videos mit stark vulgärer Sprache im Titel, im Thumbnail oder in Metadaten, kommt auch nicht vor. Videos, bei denen vulgäre Ausdrücke im Mittelpunkt stehen, zum Beispiel bei entsprechenden Stammungsstellen oder aus dem Zusammenhang gerissene Clips, nein. Und jetzt das hier, Videos mit Kontext, in denen Verletzungen von Opfern bei Verkehrsunfällen gezeigt werden, nein. Videos, in denen Gewalt oder Blut im Mittelpunkt steht, das kann ich mir nur so erklären, wie dem hier. Beispielsweise nur die grausamen Szenen eines Films oder eines Videospiels gezeigt werden. Da Among Us ja für unter 18 erlaubt ist, also ein Content ist, den man auch für unter 18 machen darf, was man auch unter anderem hier sieht, Among Us, keine Einschränkungen, keine, trifft das meiner Meinung nach auch nicht so, weil es würde ja keinen Sinn machen, wenn YouTube sagt, so, hier Among Us, freigegeben. Und ein Clip, in dem vielleicht, keine Ahnung, maximal 10 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maximal 7 Sekunden. Also es geht nicht mehr, es geht vielleicht knapp die Hälfte. Wahrscheinlich sogar eher noch ein bisschen weniger. Sieht man diesen Blutspritzer, der aber ja nicht gewalttätig aussieht. Der in keinster Weise irgendwie blutig aussieht. Und das verstehe ich komplett nicht, warum YouTube mir hier das reindrückt. Denn das ist nicht nur only 18, sondern das impliziert auch gleichzeitig den ersten Strike. Das heißt, sobald in den nächsten 99 Tagen nochmal in irgendeiner Weise ein Verstoß sein sollte, falls YouTube anfangen sollte, diese Videos auch noch auf only 18 plus zu setzen, bin ich gearscht. Denn dann heißt es, ich kann für die nächsten 2 Wochen nichts mehr hochladen und auch nicht mehr Livestream und danach ist mein Kanal weg. Das heißt, ich habe jetzt quasi einen von 3 Strikes und das pisst mich schon enorm an. Denn ich verstehe nicht, warum YouTube das macht. Ich werde auch später hier noch Beschwerde einreichen gegen diesen Artikel und ich werde hier auch immer auf einen neuen Tab weitergeleitet, wo ich mit meinem zweiten Account angemeldet bin. Verstehe ich auch nicht ganz, aber ja, das YouTube tut mir hier eine Einschränkung geben für ein Video, was eigentlich keine Einschränkung hat. Also hier wirklich dieses, ich vermute, dass dieser Blutspritzer hier das ist. Aber dann frage ich mich, warum Among Us im Google Play Store, wir können ja mal ganz kurz nachschauen, muss mal ganz kurz meine Kamera folgen, so. Play Store. So, wir schauen mal ganz kurz im Play Store rein. So, also, Among Us. Among Us
bekommt die Altersbeschränkung USK ab 6 Jahren. Mein Video, in dem ich nicht nur komplett darum geht, sondern einfach nur um ein Update-Video zu dem Ding, wird auf 18 plus eingestuft. Und das macht mich gerade schon ein bisschen mad gegenüber von Google. Warum Spiele FSK ab 6 bekommen und quasi ein Ausschnitt aus diesem Video, wo ich quasi jemanden kille, eine Only 18 plus Video-Einschränkung bekommt. Weil das heißt für mich, dieses Video performt komplett nicht. Hier 6 Aufrufe. Und ich meine, ich werde es nicht sehen, weil es wird auch nicht öffentlich public gelistet. Also es wird nicht als vorgeschlagen, sondern das findet man nur tatsächlich über meinen Kanal. Und das gehört zu diesen Dingen, die mich gerade komplett mad auf Google machen. Ja, wenn ihr mich vielleicht nochmal mich ermuntern wollt, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch, dass ich das jetzt in diesem Video erwähne. Aber ich weiß nicht, wie lange der Kanal mit 112 Abos noch existieren wird. Es kann rein theoretisch morgen vorbei sein mit meinem Kanal. Ich werde auf jeden Fall auf Partnerkanälen darüber informieren, also bei Jano und so weiter und so weiter. Oder ihr schaut einfach auf, wenn ihr auf YouTube geht und hier oben The Danny Craft eingibt, findet ihr hier auch, wenn wir mal auf Suchfilter nach Kanal, finde ich auch The Danny Craft YouTube. Das ist quasi mein alter Kanal, wo ich noch Spoggy mal hieß. Dann werde ich hier auf jeden Fall nochmal ein Update-Statement dazu posten, was jetzt genau passiert ist. Oder, ja. Also einfach vielleicht da auch mal regelmäßig vorbeischauen. Abo würde ich euch jetzt nicht empfehlen, da kommt eh nichts mehr. Aber ja. Ich weiß nicht, wie es für mich als YouTube mit YouTube weitergehen wird. Aber ja, ich verabschiede mich von euch. Mit einer enorm schlechten Stimme. Ich habe mich gerade sogar ein bisschen zurück. Ja. Am liebsten würde ich einfach durchs Zimmer rennen und schreien, ey, YouTube und ja. Aber deswegen, ja, habt noch einen wunderschönen Tag, auch wenn der für mich heute nicht wunderschön endet, aber ja, ciao, Leute.